Asymmetrische Felgen, wie rum montieren. Erstaunlich oft falsch herum montiert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Asymmetrische Felgen sind heutzutage gar nicht so unüblich. Ich bin zum ersten Mal mit diesem Zeugs konfrontiert worden mit meinem neuen Nomad und hatte mir so ein bisschen die Felgen angeguckt und gedacht, also hinten sind die Speichen in die eine Richtung verschoben und beim Vorderrad in die andere Richtung verschoben. Ist denn das so korrekt? Und dann habe ich ein bisschen nach den Felgen geschaut, weil man weiß ja nie, es war so allerlei anderes auch falsch montiert, ob das korrekt ist. Nicht, dass man gerade jetzt asymmetrische Felgen sollen ja eine gewisse Verzerrung ausgleichen, vielleicht das noch viel schlimmer macht. Und wenn man dann mal sich die eingespeichten Laufräder auf eBay oder sonst wo anguckt, wo gebrauchte Laufräder oder auch neue verkauft werden, stellt man sehr merkwürdig fest, dass diese Speichenrichtung mal links, mal rechts ist. Und zwar nicht nur immer bei Vorderrad- und Hinterradkonsistenz mal rechts, mal links, sondern auch mal beide links, mal beide rechts. Also sehr merkwürdige Varianten. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Recherchiert man so ein bisschen, ist das auch gar nicht so einfach, jetzt erstmal rauszufinden. Aber es ist auch ganz logisch eigentlich, was diese Asymmetrie bezwecken soll, ist, dass das Hinterrad und das Vorderrad, die sind ja nicht mittig zentriert, sondern sie sind zum einen wegen der Bremsscheibe etwas zur Seite verschoben und beim Hinterrad noch dramatischer aufgrund des Freilaufs der Kassette, die ja viel Platz braucht, verschoben. Und genau diese Verschiebung wird durch die Felgen, durch die Speichen, die versetzten Speichen ausgeglichen, diesen Offset. Und dann ist es auch ganz logisch, dass hinten, wie es auch bei mir völlig korrekt montiert war, hinten, wo rechts, ich blende euch das auch nochmal ein, dass ihr das schön seht, es ist ganz einfach zu merken, auch also wenn ihr euch das anguckt, hinten, wo rechts die Kassette ist, der Freilauf, wenn man in Fahrtrichtung guckt, rechts, sind die Speichen nach links verschoben, dass wir da eine einheitliche Zentrierung hinbekommen, Spannung, und vorne, wo jetzt nur im kleineren Maße, aber dennoch verschoben aufgrund der Bremsscheibe, die auf der anderen Seite ist, nicht so dramatisch wie am Hinterrad, aber der Bremsscheibe auf der linken Seite, die Bremsscheibe sitzt, dort sind die Speichen dann entsprechend nach rechts verschoben. Also das ist völlig korrekt, wenn ihr drauf guckt von hinten nach vorne, so wie ihr sitzt, hinten sind die Speichen nach links verschoben, die Asymmetrie, und vorne nach rechts, dann sind die Dinger korrekt eingespeicht. Wollte ich nur Ihnen mitgeben, falls ihr asymmetrische Felgen kauft, vielleicht gebraucht, schaut mal drauf. Es ist völlig korrekt, dass die genau unterschiedlich sind. Und wie gesagt, merken, hinten nach links verschoben, vorne nach rechts verschoben. Wenn die beide auf einer Seite sind, dann solltet ihr Abstand nehmen vom Kauf dieses Laufradsatzes. Vielen Dank fürs Zuschauen.